Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Und damit herzlich willkommen bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zu meinem Let's Play zu Bioshock Teil 1. Bioshock ist eine Reihe, die ich sehr gut finde. Ich habe es damals aber leider nicht geschafft, Teil 1 und Teil 2 durchzuspielen. Teil 3 habe ich durchgespielt. Fantastisches Spiel. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, ich werde mir Teil 1 und Teil 2 mal zur Brust nehmen und werde die zwei Spiele auch mal durchspielen. Angefangen mit Teil 1. Jetzt erste Folge. Ich werde pro Folge eine Stunde ungefähr in Planung nehmen, was ungefähr bei Bioshock 1, glaube ich, 10 bis 50 Stunden Spielzeit beträgt. Teil 2, glaube ich, so ähnlich. Teil 3 werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Das wird dann aber länger. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ihr beteiligt mich bei der Bioshock-Reise. Und legen wir los mit dem Spiel Bioshock Teil 1. Ja, wie gesagt, ich habe das damals nur mal angespielt. Ich glaube, da war damals noch ein anderes Spiel, was rausgekommen ist zu der Zeit, was ich da gespielt habe. Deswegen ist das damals ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und ja, ich möchte mit den ersten beiden auch nochmal gönnen. Es soll ja angeblich ein Bioshock 4 in der Entwicklung sein, was ich mir dann natürlich auch gerne zur Brust nehmen, wenn es rauskommt. Aber so release-mäßig gibt es noch nichts, auch für neue Informationen, die sind alles noch bis jetzt noch Gerüchte. Und ja, schauen wir mal. Bioshock 1 kam, glaube ich, damals 2007 oder so raus. Oder 8 für die PlayStation 3. Da stand gerade was. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Ich meine, mittlerweile kennt das Spiel bestimmt viele. Aber, ja. Vielleicht habt ihr ja Lust, das Spiel noch zu gucken. Als kleiner Nostalgie-Trip. Den Anfang kenne ich noch, aber nicht viel. Tauchkugel hebelt ziehen. Ja, Bioshock 1 und 2 spielt in Rapture unter Wasser. Teil 3 in. Ach, jetzt habe ich den Namen der Stadt vergessen. Auf jeden Fall im Himmel. Erstmal gibt's Videozeit. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Ich will mal kurz. Nee, nicht laden. Immer noch nicht laden. Gib doch mal auf Optionen, danke. Nach Audio gucken. Das ist alles auf 10. Ich hoffe, der Ton ist okay so. Ansonsten muss ich dann in der nächsten Folge nochmal bearbeiten. So, weiter. Nein, sagt der Mann in Moskau. Es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Krieg.
Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Es ist schon eine coole Idee, eine Stadt unter Wasser zu bauen. Da sehen wir einen der gefürchtetsten Gegner, ein Big Daddy. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapier das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Ja, das bin ich. Und ich habe auch ziemlich viel Gutes über das Spiel nur gehört. Ja, wie gesagt, ich habe damals andere Sachen gespielt, wo das rauskam. Ist ein bisschen an mir, beziehungsweise bei mir untergegangen. Aber naja, man kann es ja jetzt nachholen. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Sie können meine Waffe behalten. Sie können. Ist das jemand Neues? Bist du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. So. Ja, jetzt sind wir in Rapture angekommen. Ja, das Spiel hat auch ein bisschen so Horror-Elemente, soweit ich weiß, aber jetzt nicht viel. Im Vergleich zu Teil 3 ist es auf jeden Fall schon bedeutend. Und ja, schauen wir uns mal um. Sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Ja, wer immer du auch bist. Gibt's hier was zum Looten? Vita Chamber. Was stand da jetzt? Was ist das? Sollte es passieren, dass dich deine Feinde den Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita-Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita-Chambers funktionieren automatisch, sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Okay. Das sind sozusagen so eine Art Leuchtfeuer wie bei Dark Souls, ja? Ich glaube, ich habe hier Besuch. Nee, brauche ich nicht. Ich muss es mal ein bisschen heller machen. Ey, nach Laden geht es irgendwie nicht richtig runter. Helligkeit, mal ein bisschen höher hier. Ist ein bisschen dunkel. Ja, ein bisschen besser. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Mach ich. Schraubenschlüssel.
R2, um eine Rohrzange zu schwingen. Okay. Und jetzt hier? Die Spritze verbannt kaufen. Also zu viel Kreis, wenn du verletzt bist, okay? Okay, das gibt der Gesundheitsschub und Eve-Schub, okay. Also Essen scheint auch nützlich zu sein. Ist noch irgendwas zu finden? Sieht nicht so aus. Oben Plasmid. Ja, jetzt kriegen wir unsere erste Fähigkeit. Das weiß ich auch noch. Weiter habe ich auch noch gespielt. Das ist, glaube ich, Feuer. Namens Elektro Ball komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Ja, falls ihr euch fragt, ich spiele die Bioshock Collection der PS4-Version, also die Remaster-Version. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Ja, Big Daddy sind gefährliche Gegner. Okay. Das Fadenkreuz ist aber ein bisschen groß, ja? So. Elektrobolt. Ah, okay, so wechsel ich. Okay, ja, verstehe. Ich glaube, wir sollen jetzt da runter. Aber gab es oben noch was? Warte mal. Das Miet ausrüsten. Hier war jetzt nichts mehr. Mülleimer. Eine Eve-Spritze. Wie benutze ich eigentlich Items? Karte. Nachrichten. Hilfe. Lass mal springen. Okay. Hä? Mülleimer. Aber wie benutze ich zum Beispiel so eine Eve-Spritze? Hier haben wir auch eine Karte. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Wird schon irgendwann kommen, wenn es geht. Muss ich jetzt überhaupt zurück? Glaube ich, meine Kamera. Auf den Türschalter, um ihn zu knacken. Welchen Türschalter?
Hä? Hier unten? Nee, das war nur die Kammer. Oh, hab ich die Tür übersehen. Moment. Die finde ich schon. Oh, echt dunkel das Spiel. Ja, gefunden. Das ist nicht so cool hier, oder? Ich glaube, ich sollte mich bei. Gegner, ne? Das ist wieder eine Chamber. Das heißt, ich werde jetzt hier spawnen, wenn ich mal sterben sollte. Ui. Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. One-Two-Punch? Wo ist er hin? Ja, zeig mich an, du Arsch! Aber klar doch, ich kann warten. Ich warte bereits schon sehr lange. Bleib da! Okay. Naivspritze. Achso, wenn es leer ist, nutzt es dann automatisch. Okay, verstehe. Ah, wurde bis jetzt noch nicht erklärt. So, hab ich sie gefunden. So, dann. Das hat ganz schöne Lappen. Sag Ryan, lass es mir leid, du tust das nicht. Ich wollte nur ein bisschen Gesellschaft. Komm zurück, bitte. Fragst du dich echt, was mit den Leuten hier eigentlich wirklich passiert ist? Oder ab in dieser Stadt? Aber das werden wir, denke ich, mal noch erfahren. Und ich sag mal so, dafür, dass das Spiel schon so alt ist, finde ich, sieht es eigentlich noch ganz okay aus. Und wie gesagt, ich werde jetzt Teil 1 vorspielen, Teil 2. Ich habe Familie, ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Los, wie geht's für Neptunes Bounty? Und dann Teil 3 vielleicht noch? Let's play? Allerdings kommt jetzt drauf an, wie weit ich komme, denn es kommt ja auch bald die Mass Effect Trilogie, auf die ich mich schon sehr freue und die ich dann echt gerne zocken möchte. Wenn ihr wollt, dass ich da auch ein Let's Play mache, sagt Bescheid. Einblick gibt's auf jeden Fall. Ist aber feindlich, ne? Weil es ja auch rot angezeigt wird. Oh, eine Waffe. Die Schmiede haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört.
weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Also sind die Plasmide schuld, dass die Leute hier so durchdrehen? Ja, aber das kann mir doch dann auch passieren, oder? Wenn ich die benutze? Hm. Ich habe nur 6 Schuss, ist nicht viel. Ich weiß gar nicht, zu welcher Jahreszeit du spielst. Oh, Alkohol. Erstmal hier umgucken, also es gibt ganz schön viele verschiedene Wege. Zum letzten Mal, ich warne dich. Brenda! Ich bin total verspeist. Total verspeist. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Mach endlich auf! Oh. Falsche Waffe. War einer drin. Ich warne dich. Was benutzt du? Ah, okay. Nee, Whisky will ich jetzt nicht. Limit erreicht, okay. Was ist das? Loch in der Toilettenwand aufheben. Mach endlich auf! Tagebuch. Hey Brenda! Kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ich glaube, da geht's lang, ne? Aber hier ist doch auch noch ein Weg. Gib mir mal Adam! Nö. Wo rennt er hin? Ihr haut ab, Brenda! Charlie! Wo gehst du hin? Okay. Ah ja, falls ihr euch fragt, warum das so leicht ist, ich habe jetzt nicht unbedingt einen höheren Schwierigkeitsgrad genommen, weil ich will jetzt auch nicht ewig an dem Spiel verbringen, ne? Einfach nur mal durchspielen. Die Geschichte genießen. Und mehr auch nicht. Wenn du einen Splicer am Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Electrobolt. Toaster in der Wanne. Sterben die dann auch gleich? Gut zu wissen. Und falls ihr doch wollt, dass ich hier leide in dem Spiel, dann könnt ihr ja gerne mir schreiben, ob ich Schwierigkeitsgrad hochschrauben soll. Aber ich hoffe mal, ihr wollt auch einfach nur die Geschichte genießen. Deswegen alles gut. Hier ist noch ein Tagebuch. Einsame Nacht. Ich will ausgehen. Du sitzt denn hier feist aus fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Ja. Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Ian McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Was passiert hier? Es gibt natürlich auch Geld. Natürlich. Warum auch nicht? Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Oh. Sister. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen.
Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Okay. Cooles Lied. Ja, die Atmosphäre ist schon echt stark in dem Spiel. Da muss ich runter, aber ich gucke mal, ob ich hier noch was finde. Die Munition habe ich eigentlich mittlerweile. Aber ich darf keine Waffe nehmen, okay. Ja, falls ihr nicht wisst, was ist, wenn man die angreift, dann kommen Big Daddies. Ich weiß noch, dass man entscheiden kann, ob man den hier Adam nimmt oder nicht. Das weiß ich noch. Das kommt jetzt, glaube ich, sogar, oder? Oder man sieht es jetzt einfach mal, dass das nicht gut ist, die anzugreifen. Das ist schon ein böser Gegner. Boah, gut Munition mittlerweile. Aber ich bleibe erstmal bei der Waffe. Ja, drüber? Nee. Drücke, um das Spiel zu speichern. Das können wir ja mal machen. So, da ist wieder so ein Wiederherstellungsgerät, nenne ich es mal. Das Kommentar des Regisseurs. Du hast eine Folge vom Kommentar des Regisseurs freigeschaltet. Spiele sie jetzt ab oder schau sie dir später über das Hauptmenü an. Na jetzt? Hey, I'm Jeff Keighley here. Ach so. Nee, das ist von dem Macher. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Da weiß ich auch nicht, wie es mit den Rechten ist, ob ich da vielleicht geclaimed werde oder so. Deswegen lassen wir das mal. Schau es mir für mich irgendwann mal an. Mal gucken. Hier liegt noch eine Leiche. Kuchen mit Cremefüllung. Das ist da auch gleich, oder? Weil sowas wie Inventar habe ich leider nicht, so wie ich mich sehe hier. Nächste Medikamente, Chips. Getränke werden auch diese Chips verzehrt, sobald die aufgehoben werden, okay. Aber wie ist das mit kann ich nur automatisch nehmen, die Mana und Heilung, oder? Also Heilung benutze ich mit Kreis, aber Mana nimmt er anscheinend nur automatisch, wenn es leer ist. Okay, verstehe. Keine Respekt! Ja, eine Waffe. Auf das Zeug zu werfen. Da stand gerade irgendwas mit Plasmiden entwickeln sich. So schnell konnte ich das nicht lesen. Okay. Aber das Spiel ist auch ganz schön groß, hä? Wenn ich mir hier so die Karte angucke. Warum mal. Aua. Ein Big Daddy.
In Kammern gibt's auch ganz schön viele, ja? Ey, wo man überall lang gehen kann, ey. Meine Fresse. Waschbecken, nee. Ist hier jemand? Hallo? Anscheinend nicht. Da komme ich nie lang. Also da lang. Sicherheitsalarm ausgelöst. So nicht. Noch jemand? Zum Medical Pavilion, okay. Ist nicht dumm, dass ich oben die zwei Leichen nicht looten kann. Aber naja, egal. So, hier lang. Was ist hier dazu? Erzähl mal, für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendwie. Er redet mit alle durcheinander, ja. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder das wie Daniel. Was immer dir lieber ist. Okay. Oh. Ja, ich freue mich echt, die Spiele mal durchzuspielen. Hätte ich damals eigentlich machen sollen, aber ja, wie gesagt, ich war damals mit anderweitig Sachen beschäftigt. Und ja, da im Moment eh nicht so viel Neues rauskommt, abgesehen vom Mass Effect in 3 Wochen. Kann ich mir ja mal gönnen, ne? So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang, mach schon. Benutze den Notzugang. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich hab gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Die Karte. Boah, es ist schon ganz schön groß. Auf keinen Fall, Jim. Es ist zu gefährlich. Hast du nicht gehört? Atlas-Banditen sind überall. Augenblick mal, ja? Ich kann die Worte von Andrew Ryan. Wenn du willst, geh in die Banditen. Heißt untersuchen, hacken. Deine Sicherheitsputz sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Jetzt hacken. Platten aufdecken, finde Rohrsegmente, in denen du versteckte Platten aufdeckst. Nimm Rohre auf. Und ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Alles klar. Ich kann so viel aufdecken, wie ich will, ja. Ja, das hätte man schon auch sparen können, oder? Gucken wir mal das. Achso, der wechselt das dann aus. Okay. So. Dann nehme ich mal dich. Dann hätte ich gern dich. Und dich. Und die abgewechselt. Ach ja, fertig. Ah. Versteckte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Ich schätze, das kann
Verkaufsautomat, hacken. Ergebnis erfolgreich, hacks mehr Objekte verfügbar, alle Preise reduziert. Jetzt hacken. Ups. Muss ich denn da oben? Ja, aber warum muss ich die alle aufstecken? Das hätte man doch gleich alles öffnen lassen können. Ja, ein bisschen. Naja. Gut, ich muss nach oben. Oh, was? Muss mir beeilen? Das ist schlecht. Das habe ich gar nicht gesehen, dass das läuft. Okay. Das heißt, ich muss mich beeilen. Das heißt, ich brauche jetzt erst einmal... Dann... Ich nehme einfach mal das. Das ist ja nervig. Nach oben. So, dann würde ich das hier nehmen. Dann bräuchte ich noch einmal gerade nach unten. So. Dann nehmen wir mal das hier. So. Dann das. So. Und fertig. Fertig. Ja, alles klar. Was gibt's mir Schönes? Willkommen im Zirkus der Werte. So, war eine kleine Menge. Eve, Pistolenmunition. 30 von 48 habe ich. Werden die dann komplett voll gemacht oder Schrot, panzerbrechend und Schrot? Ionischer Schrot. Ne, ich bräuchte jetzt eigentlich erst einmal nichts. So. Schauen wir mal, was es hier gibt. Diesmal! Kannst du auch schießen? Okay. Wo sagt denn die Karte? Was ist denn das? Ich muss da lang. Okay. Also hier wahrscheinlich lang. Ja, gehen wir mal hier hoch. Nun voll Zugang. Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf weiteres untersagt. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Oh, die Thompson. Aber man kann nicht über Kim und Korn zielen. Ey, wir schießen da durch. Du ja. Versuchen die durch die Wand zu schießen oder was? Meine Drohne hat mich gefressen. Wo willst du hin, Chef?
Okay. Du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig und übel. Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur... Ich wollte gleich abspielen. Gut, ich stehe im Weg. Okay, mal weiter. Das Diamond scheint uns so aus dem Bus zu werden, ne? Halt die Augen nach Diamond offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Okay. A bow all to no harm. Diamond. Nach rechts, gehen wir mal nach links. Weil das, denke ich mal, eh egal ist. Wow. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen, da wenn du sie mit dem Elektromod willst. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Das wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen... An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Gott, ey. Er hat hier überall Geräusche, von überall her, weil es nie wohin gucken soll. Ich kümmere mich um dich. Meine Fresse. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Was, Profi? Bitte, Mr. Cohn. Ich brauche eine Pause. Nur eine kleine Pause. Wie überall reden, ey. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Spezialmunition. Wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Okay. Wie viel habe ich denn davon? Eine. Nee. Oh, ist das? Funktionsautomat. Ah, das ist aber schwer. Wir versuchen es mal. Ups. Oh, ich brauche es. Was da?
Oh Gott, ist das schnell. Schwede. Da muss ich aber echt beeilen, ja. Ist schlecht, ja, dann müssen wir das nehmen, so. Müssen wir mit Kurven arbeiten. So. Und da. Bienvenido al amor amigo. Komm, die kaufen mal hier ein. Schrot habe ich noch nicht, aber MG-Munition wäre nicht schlecht. Wie viel kriege ich denn da? 40. Okay. Hey, ich werde abspielen. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Ah, das ist schon mies hier. Oh Gott, geht das schnell? Nee, umgedreht, Schalter. Auch das. Ah, nein. Das bringt. Oh doch, hier ist noch eins. Ach, Glück gehabt. Willkommen im Zirkus der Werte. Aber auch hier brauche ich jetzt im Moment nichts, ne. Dann machen wir weiter. Stirb. Hey. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Da rennt doch noch jemand rum. Ich kann immer noch bei Nahkampf bleiben. Habe ich jetzt alles erkundet hier, in dem vorderen Bereich. Was unten schon? Scheinbar nicht. Hier ist noch ein Tagebuch. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt vollzulaufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann wird sich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Oh. Kartoffelchips. Ah, ich habe gerade einen Auto-Hacker gefunden. Ich kann jetzt einmal kostenlos hacken. Würde ich mir aufheben für schwere Sachen. So, aber mehr ist ja nicht, okay. Gehen wir mal hoch. Hat ein Auge auf Rapture geworfen. Was gibt's hier? Oh. Alter. Ich könnte ihn irgendwas aus der Hand nehmen. Nitro-Splicer. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie.
Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht... Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Okay. Ich weiß, ich muss zwar hier jetzt nicht hin, aber sagten die Karte. Da gibt's nur einen Raum. Da oben ist mein Ziel. Ich will trotzdem mal gucken, was es hier gibt. Mit der Kamera irgendwie vorbei. Scheint Öl zu sein. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Okay. Abfackeln. Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern finden. Es setzt Objekte und Kreaturen im Brand, je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügtest du ab 12 Jahren aufwärts. Okay. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Er reichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. War das auch irgendwann aufzubrennen, oder? Muss ich jetzt die Schmerzen in Kauf nehmen? Das sieht so aus. Tut mir das doch. Oh doch. Okay. Aber man muss ja echt die Augen offen halten. Gibt so viel zu sammeln. Aber wie gesagt, das war jetzt hier eh nicht der richtige Weg. Aber ich habe immerhin die Feuerfähigkeit gekriegt. Also hat sich ja doch gelohnt. Oh, an die Kamera. Yeah. So, hier komme ich ja her. Okay. Ich bin so im Gang. Ich kann mal jetzt den richtigen Weg nehmen. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Hier lang. Kannst du auf die Karte gucken? Jo. Hallo? Das war's. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Hier darf ich nicht rein. Ja, unser erster Big Daddy-Kampf dürfte auch bald kommen. Ein Doktor kommt mit viel Schmutz. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste.
noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Hey. Hau doch nicht ab. Du musst deinen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Gut. Gott mag keine Drückeberger. Dieser Splicer lässt es krachen wie ein Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese plötzlich in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Okay, interessant. Finde Telekinese. Hat man ja eigentlich die ganze Zeit den Big Daddy noch rumlaufen, oder was? Ist das Portemonnaie etwas zu dünn? Surgical Saving bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung. Oh, das ist ein Hacken. Oh. Da machen wir automatisches Hacken. Willkommen im Zirkus der Werte. 45. Ah, teuer. So brauchen wir nichts kaufen. Gefährliche Krankheiten warten nicht bis zum Zahltag. Da ist, muss ich wieder zurück. Ah, bestimmt nach links jetzt. Danke, Mr. B. Danke, Mr. Bubbles. Ja, ich bin Mr. Bubbles. Okay. Sonst du hast die ganz gestohlen. Die Stimme von den Little Sisters hört sich ganz cool an. Ne, hier nicht lang. Sind hier wieder überall Gegner da, oder? So. Ja, da komme ich aber nicht lang. Ach so. Natürlich, jetzt wo ich Feuer habe. Irgendwie an der Wand redet die ganze Zeit eine Frau. Und da ist... Cure all. Boah. Doof oder was? Oh, eine Schrotflinte. Aber ich werde jetzt hier speichern und werde jetzt hier die erste Folge beenden. Ja, ich hoffe, es gefällt euch, das Let's Play. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mich begleiten würdet auf dieser Reise bei Bioshock. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Bioshock. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday bei DGV.